Ich glaube, jeder, der zur Schule gegangen ist, hat mindestens ein Schulpraktikum gemacht. Damit wir Erfahrung sammeln und eine kleine Orientierung haben, was wir später machen wollen, machen wir Praktikums. Praktika? Und ja, wie ihr sehen könnt, hat's mir sehr geholfen. Ich habe den Traumjob von jedem 12-Jährigen und das verdanke ich alles durch mein Praktikum. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was für ein Praktikum ich gemacht habe. Ich habe in der 9. Klasse mein Praktikum beim Adidas Town in Berlin gemacht. Yep, das war alles nur ein Joke. Mein Praktikum hat mir nur geholfen. Und kann nicht weiter entfernt sein von meiner jetzigen Tätigkeit. Denn die haben Würde. Ich weiß, das passt gar nicht zu meinem Charakter, sowas auszuwählen. Als Verkäufer muss man mit Fremden interagieren und ich hasse Fremde. Aber es gab zwei gute Gründe dahin. Ich wollte nicht alleine ein Praktikum machen und ein Freund hat dort ein Praktikum gemacht. Warte mal. Jedenfalls habe ich dann eine Copy-and-Paste-Bewerbung hingeschickt mit meinem Lebenslauf und natürlich, weil ich auch ein guter Schüler war, wurde ich zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Noch einer, der umsonst arbeitet. Idiot. Ich bin dann zum Vorstellungsgespräch gegangen und habe mir Lügen aus und habe mich vorbereitet, Fragen zu beantworten. Ich habe einen Mitarbeiter angesprochen, dass ich heute ein Vorstellungsgespräch habe. Er hat den Manager geholt und wir sind dann ins Vorstellungsgesprächsraum gegangen. Warte, woher kenne ich diese Couch? Wir saßen uns an einem Tisch hin, er hat angefangen Fragen zu stellen und meine Mappe angeguckt. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, wie die Konversation lief. Ich meine, es ist circa 7 Jahre her, also verurteilt mich nicht. Ich weiß nur noch eine Frage, die er gestellt hat. Warum willst du hier ein Praktikum machen? Will ich nicht. Ich bin sehr schüchtern und will später Journalist werden. Mit diesem Praktikum will ich meine Schüchternheit bekämpfen. Und so, Kids, bekommt ihr jeden Job. Es ist die Wahrheit. Ich habe das zu ihm gesagt. Ihr denkt euch jetzt, oh mein Gott, wie kannst du ihnen so eine Lüge erzählen? Erstens, zu der Zeit wollte ich wirklich Journalist werden. Bloß habe ich später bemerkt, dass man gut in Deutsch sein muss. Zweitens, egal was ich gesagt habe, er hat nur gehört, ich arbeite umsonst. Ich arbeite umsonst. Ich arbeite umsonst. Ich arbeite umsonst? Hä? Tut mir leid, was hast du gesagt? Ich arbeite umsonst? Nachdem ich alle Fragen beantwortet habe, hat er mir noch irgendwas erzählt. Nun, mein Problem war, ich habe mich so sehr angestrengt, interessiert auszusehen, dass ich vergessen habe, ihn zuzuhören. Ich habe mich auf einen Punkt seines Gesichts fokussiert und das war sein Mund. No homo. Ich habe es natürlich dann auch bemerkt, dass ich nicht mehr zuhöre. Meine Gedanken gingen dann von, ich muss interessiert aussehen, zu, warte, ich höre gar nicht mehr zu, zu, okay, jetzt höre ich zu. Ich habe mich dann zu sehr konzentriert, zuzuhören, statt zuzuhören. Ich wurde angenommen. Mein Praktikum ging 3 Wochen, also war ich da fast einen Monat mit... Wie nenne ich ihn? Mein Praktikum ging 3 Wochen, also war ich da fast einen Monat mit Freund gefangen. Aber ich habe gedacht, es ist nicht so schlimm, weil ich ja mit Freund arbeite. Aber nope, der Laden hat 3 Stockwerke und wir wurden getrennt aufgeteilt. Jede Woche hatten wir immer einen anderen Stockwerk. Meine erste Woche habe ich in der untersten Ebene gestartet. Die Streetwear-Abteilung. Jede Abteilung hatte nochmal einen kleineren Manager, der für seine Ebene zuständig war. Der Mini-Manager von der Streetwear-Abteilung hat mich eingewiesen... Er war weiß. Er hat mir wahr gesagt, was meine Aufgaben sind und ich wollte dann anfangen. Nicht mal 10 Sekunden danach kam ein englisch sprechender Kunde und hat mich gefragt, wo etwas ist. Und ich habe dann aus Panik gesagt, I'm not employed. Aber der Plot-Twist ist, ich habe dort gearbeitet. Tut mir leid, dass ich dir nicht helfen konnte, englisch sprechender Kunde. Ich war nicht wirklich der Fan von der untersten Etage und habe täglich 3 bis 4 Stunden nur Kartons ausgepackt. Aber das Ding war, die 3 Kartons waren zusammengestapelt größer als ich. Und ich hatte schon in meinem Alter einen kleinen Wachstumsschub. Ich war große stolze 1,65. Jedenfalls waren die 3 Kartons größer als ich. Aber das war noch nicht das Schlimmste. In den Kartons waren natürlich Klamotten, Schuhe und Co. Nun war das Schlimmste aber ihr Lager. Wenn ihr das Wort Lager hört, denkt ihr bestimmt an einen großen Raum mit viel Platz und Freiheit. Aber nein, das war es nicht. Man konnte nicht mal die Arme hochheben, so eng war es. Dieser Gang hatte nur genug Platz, um eine Person durchzulassen. Jedes Mal, wenn man vorbei wollte, musste man Auto spielen und beim kleinen Seitengang Platz machen. Und es war alles verdammt nochmal hochsortiert. Ich musste öfters eine Leiter benutzen, um Sachen reinzusortieren. Später wurde ich noch vom Minimanager darum gebeten, eine Liste zu machen, in welchem Regal welche Schuhe liegen. Und wenn etwas falsch ist, es wieder richtig einzusortieren. Die Liste wurde dann später aufgehangen. Nun, das Ding ist, es gab vorher keine Liste. Und die Mitarbeiter sind wohl auch gut ohne ausgekommen. Der Minimanager hat mir wohl alle nervigen Aufgaben aufgeteilt, auf denen er wohl keine Lust hatte. Er war allgemein fast nie zu sehen. Und wenn er mal da war, hat er auch nicht lange gearbeitet. Und so habe ich meine erste Woche verbracht. Sachen einsortieren und meinen Minimanager-Hass entwickeln. Abgesehen von den englisch sprechenden Kunden, hatte ich nicht einmal was mit Menschen zu tun. Meine 2. Woche habe ich in der mittleren Etage verbracht. Die Sportetage. Mein neuer Minimanager, der weiß ist, war viel cooler als der hier. Bei ihm durfte ich eigentlich erfahren, wie es wirklich ist, ein Verkäufer beim Store zu sein. Neben Sachen einsortieren, was ich nicht immer machen musste, habe ich auch Klamotten gefaltet, die gesichert und zum Aufstellen hingepackt. Ich hatte auch manchmal was mit Kunden zu tun. Aber ich wusste nie was. Außer, dass einmal, als einer gefragt hat, wo die Umkleidekabinen sind. Ich war stolz. Bin ein produktiver Mitarbeiter dieses Ladens. Und das Beste war wohl das Einsortieren. Hä? Weiland?
Unten hast du es doch gehasst, warum war es das Beste? Weil es diesmal ein großes Lager war. Ich konnte mich hinsetzen und Sachen stapeln. Theoretisch habe ich einfach nur Tetris gespielt. Die dritte Woche und wohl der beste Stockwerk. Die nochmal Sportetage. Theoretisch habe ich das gleich gemacht wie in der ersten und zweiten Woche. Bloß war mein Minimanager richtig cool. Er war schwarz. Ich glaube, er war der Einzige, mit dem ich eine richtige Unterhaltung geführt habe. Es war gerade noch die Zeit, wo ich richtig into Tanzen war. Wir haben über verschiedene Tänzer geredet und haben auch ein bisschen rumgejoked. Mein Lieblingsort oben war in der Umkleidekabine. Ich habe immer getan, als ob ich aufräume, aber ich saß mich einfach nur hin. Ihr wisst nicht, wie anstrengend es war, für mich nur zu stehen. Mein Kinderkörper hat das noch nicht mitgemacht. Er hatte nur lebenslange Erfahrung, vorm PC zu sitzen. Der Rest der Woche ist nicht wirklich etwas passiert. Außer das eine Mal, als ein Typ reingekommen ist, der aussah wie ein russischer Mafia-Boss. Ich erzähle euch mal jetzt eine Lebensweisheit von mir. Die reichesten Leute sehen nicht reich aus. Er hatte das typische Adidas Sportoutfit angehabt. Er und seine Freundin haben nur auf das gezeigt, was sie haben wollen, und ihr Butler hat es dann mitgenommen. Die sind Masseneinkaufen gegangen, ohne auf den Preis zu gucken. Und ich stand unternehmen und habe mir gedacht, wow, beide müssen Adidas wirklich lieben. In den 3 Wochen habe ich viel gelernt. Zum Beispiel, dass die Mitarbeiter nicht wirklich miteinander befreundet waren. Da ich meine Pause selber wählen konnte, hatte Freund und ich nicht wirklich immer gleichzeitig Pause. Ich wusste, dass ein Pausenraum existiert, aber ich hätte dann mit anderen Mitarbeitern interagieren müssen. Und das wollte ich nicht. Deswegen bin ich mal zum Center gegenübergegangen und habe nichts gemacht. Es war eh nur eine halbe Stunde, deswegen ging die Zeit eigentlich auch ziemlich schnell vorbei. Als ich mir mal gedacht habe, dass ich den Pausenraum auschecken sollte, habe ich dann einen Freund gesehen. Er hatte auch gerade Pause, so wie ein paar andere Mitarbeiter. Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe, aber ich habe erwartet, dass die Pausenräume ein bisschen belebter sind und den Klassenraum Pausenvibe hat. Aber es war totenstill. Keiner hat Augenkontakt miteinander gehalten und nur gechillt. Ich saß mich zu Freund, wir haben ein bisschen geredet, aber wegen der Totenstille war es ein bisschen komisch, überhaupt etwas zu sagen. Da es ein Schulpraktikum war, wurde ich benotet. Die mittlere und die oberste Etage gaben mir eine gute 1 und der Minimanager von unten... Was? Ich erledige deine Kackarbeit ohne Widerworte und du gibst mir eine 4? Am Ende musste ich noch einen Vortrag für meinen Lehrer halten über mein Praktikum. Ich habe eine 2+ bekommen. Es war wirklich nicht die spannendsten 3 Wochen, aber es war eine coole Erfahrung. Außer du, ich hasse dich. Wenn ihr mal jetzt in Berlin seid und zu dem Adidas Town geht, könnt ihr nun sagen, Wellam hat hier mal gearbeitet. Wer? Hey, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ein Like und lasst ein Abo da. Vergesst nicht, mich auf Instagram und auf Twitter zu followen. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wo ihr Praktikum macht oder wo ihr Praktikum machen werdet und ob es euch helfen wird. Mein Praktikum hat mir 0 geholfen. Wie schon vorher gesagt, ich mache jetzt was ganz anderes und ich habe jetzt die 200.000 erreicht. Yay! Und danke, dass ihr meine Videos guckt und danke, dass ihr mich abonniert. Und hey, dankeschön. Ich werde jetzt in meinen Outros auch Fanarts-Shoutouten, die mir richtig gefallen. Erstens, weil es die Amerikaner auch machen. Und zweitens, ich finde, ein Like oder ein Kommentar zeigt nicht wirklich, dass es mir gefällt. Und ich wollte einfach mich richtig bedanken für die Fanarts. Also mit Shoutout und ja, cool, dass ihr das Video geguckt habt. Bis nächste Woche.